warmer Kürbissalat. Vorbereitungszeit 15 Minuten. Zubereitungszeit 20 Minuten. Für 4 Personen. Käse 1 EL Sesamsamen, 2 TL Olivenöl, 1 kleine Zwiebel, in feine Ringe geschnitten, 1 mittelgroßer Fenchel, Knolle, in dünne Scheiben geschnitten, 500 Gramm Kürbis, geschält, und in ca. 2 cm Dicke Scheiben geschnitten 60 ml Orangensaft, 2 TL Zitronensaft, 2 TL Honig, 1 TL Sesamöl, 2 TL feingeriebene Orangenschale, 2 TL frischer Schnittlauch, gehackt. Erstens. Sesamsamen in einer Bratpfanne nur goldgelb anrösten, Punkt vom Herd nehmen und beiseite stellen. Zweitens. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Fenchel hineingeben, abdecken und bei geringer Temperatur 3 bis 4 Minuten andünsten. Drittens. Kürbis zugeben und mitdünsten, bis er weich ist. Dabei vor. Leichte Küche für Genießer. Richtig umrühren. In eine flache Schüssel geben. Viertens. Orangen- und Zitronensaft mit Honig, Sesamöl und Orangenschale mischen. Über den Kürbis gießen und Schnittlauch darüber streuen. / 6. Bulgursalat mit Minze. Bulgursalat mit Minze. Vorbereitungszeit. 15 Minuten. 30 Minuten. Quell- und Ruhezeit, Zubereitungszeit, keine für 4 Personen. Ein Becher Weizengrütze, Bulgur. L2 Becher getrockneter Aprikosen, gehackt. 500 ml kochendes Wasser einer Salatgurke. Ein Becher Minze, gehackt / 2 Becher Petersilie, gehackt. 2 Becher Korianderkraut, gehackt. Eine kleine rote Zwiebel. Sehr fein gehackt. 2 Becher Frühlingszwiebeln, fein gehackt. 2 IL Zitronensaft. 8 schalenförmige Salatblätter, Eisbergsalat. Erstens. Bulgur und Getrock. Nähte Aprikosen in einen Topf mit dicht schließendem Deckel geben. Kochendes Wasser da übergießen. Zudecken und 15 Minuten grillen lassen. Das Wasser wird aufgesogen. Zweitens. Gurke schälen und längs halbieren. Mit einem Teelöffel die Kerne herauskratzen. Gurke in feine Scheiben schneiden und 15 Mittwochnatten beiseite stellen. Falls nötig, mit Kükenpapier trockentopfen. Drittens. Gurke, Minze, Petersilie, Koriander, Zwiebel, Frühlingszwiebeln und Zitronensaft zum Weizenschrot geben, alles mischen und mit einer Gabel auflockern. Viertens. Salat in Salatblättern anrichten und mit Fladenbrot und aufgeschnittenen reifen Tomaten servieren. Augenbohnen mit Porree. Vorbereitungszeit. 5 Minuten. Zubereitungszeit 60 Minuten für 4 Personen. 250 Gramm getrocknete Augenbohnen, 1 Liter Wasser, 2 Porree-Stangen, gut gewaschen 2 TL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, zerdrückt 1 EL körniger Senf, 250 ml Kidre, 1 EL frischer oder 1 TL getrockneter Thymian. 2 EL frische Petersilie, gehackt. Erstens. Bohnen mit Wasser bedecken. Aufkochen, Temperatur vermindern und 40 Minuten kühl. Kehlen lassen. Zweitens.
Rollen Ringe schneiden, nur die weißen und zartgrünen Teile verwenden. Drittens. Öl in einem großen Topf erhitzen, Knoblauch und Porree zufügen und 4 bis 5 Minuten bei geringer Temperatur andünsten. Viertens. Senf, Kiefer, abgetropfte Bohnen und Thymian zufügen, zudecken und noch ca. 15 Minuten kochen, bis die Bohnen weich sind. Mit Petersilie bestreut servieren. Kartoffelsalat mit Basilikum-Joghurt-Dressing. Vorbereitungszeit: 10 Minuten. Kühlzeit, Zubereitungszeit: 5 bis 10 Minimum. Für 4 Personen: 500 Gramm neue, kleine Kartoffeln, 2 IL Zitronensaft, 200 Gramm fettarmer Joghurt, eine Knoblauchzehe, zerdrückt. Ein Becher frisches Basilikum, gehackt. 2 Becher frische Petersilie, gehackt, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. 1 IL geröstete Pinienkerne. Erstens. Kartoffeln abbürsten, falls nötig, und weich kochen. Noch heiß halbieren oder vierteln und mit Zitronensaft beträufeln. Zweitens. Joghurt, Knoblauch, Basilikum, Petersilie und viel schwarzen Pfeffer miteinander verrühren. Über die warmen Kartoffeln geben und vorsichtig untermischen. Abkühlen lassen und kalt stellen. Mit Pinienkernen bestreuen. Mit Vollkornbrot und einem grünen Salat aus verschiedenen Blattsorten, Brunnen, Kresse und jungen Spinat servieren. Nach Wunsch noch Cocktailtomaten oder rote Beete hinzufügen. Ratatouille. Vorbereitungszeit: 25 Minuten. 20 Minuten. Quellzeit. Zubereitungszeit: 40 Minuten. Für 4 Personen: 1 mittelgroßer Aubergine, klein geschnitten. 4 große Tomaten. 1 EL Olivenöl. 2 mittelgroße Zwiebeln, gehackt. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. 1 grüne Paprikaschote, entkernt und klein geschnitten. 1 rote Paprikaschote, entkernt und klein geschnitten. 4 große Zucchini, in Scheiben geschnitten. 1 TL getrocknete Oreganoblätter. 2 große Lorbeerblätter. Erstens. Aubergine salzen und 20 Minuten beiseite stellen. Salz abspülen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Tomaten kreuzförmig einritzen und mit kochendem Wasser übergießen. 3 bis 4 Minuten stehen lassen, abschrecken, schälen und grob hacken. Zweitens. Öl erhitzen. Zwiebel sehr weich dünsten. Knoblauch zugeben und eine Minute mit Düten stehen. Drittens. Aubergine, Paprika und Zucchini zugeben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten dünsten. Tomaten, Oregano und Lorbeerblätter zufügen, Temperatur vermindern, abdecken und 15 Minuten köcheln lassen. Offen noch 5 Mittwochnatten weiterkochen lassen, bis die Flüssigkeit leicht eingedickt ist. Tomaten mit Basilikumfüllung. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Zubereitungszeit: 20 Minuten. Für 6 Personen: 6 mittelgroße, reift Tomaten. 1 großes Bund Basilikum, circa. 2 Becherblätter. 2 EL frischer Schnittlauch, gehackt. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. 2 IL Zitronensaft. 250 Gramm Ricotta Käse. Salz und Pfeffer zum Abschmecken. 2 Scheiben zerkrümeltes Vollkornbrot. 2 IL geriebener Parmesankäse. 1 IL Petersilie, gehackt. Erstens.
Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Von den Tomaten einen Deckel abschneiden. Das Fleisch herausstechen, Tomaten umdrehen und abtropfen lassen. Das Tomatenfleisch zerkleinern und in einem Sieb abtropfen lassen. Zweitens. Die Basilikumblätter, Schnittlauch, Knoblauch und Zitronensaft mit dem Mixer mischen. Ricotta, Salz und Pfeffer und das Tomatenfleisch zufügen, alles gut vermengen. Drittens. Die Füllung in die ausgehöhlten Tomaten geben, die Brotkrumen darüber streuen. In eine tiefe Auflaufform legen und 15 bis 20 Minuten backen. Mit Petersilie bestreut servieren. Fettproportion 5 Gramm. Hinweis, beim Auslösen der Tomaten darauf achten, dass nicht zu viel Fruchtfleisch entfernt wird, da die Tomaten sonst beim Backen platzen können. Fettuccine mit grünem Gemüse. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 15 bis 20 Minimum. Für 4 Personen 1 EL Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, fein gehackt, 4 Sardellenfilets, abgetropft und gehackt, 1 frische Chiliskunde, entkernt und klein geschnitten, 500 Gramm Brokkoli, 1 Bund frischer Spargel in 3 cm lange Stücke geschnitten, 1 Bund Rucola klein geschnitten, 500 Gramm Fettuccine frisch gemahlener Schwarzer Pfeffer, frischer Chili zum Garnieren in Streifen geschnitten. Erstens. Öl mit Knoblauch, Sardellen und Chili in eine große Bratpfanne geben und bei sehr niedriger Hitze 1 bis 2 Minuten anbraten. Zweitens. Die dicken Brokkoli-Stiele abschneiden, nicht verwenden. Die restlichen fein aufschneiden. Den Brokkoli in kleine Rippchen zerteilen. Die Rippen und Stielstücke in die Pfanne geben und 2 bis 3 Minuten unter ständigem Rühren anbraten. Drittens. Spargel und Rucola in die Pfanne geben und einige Minuten weiter anbraten, bis der Spargel eben gar ist. Viertens. Während der Gemüsezubereitung einen großen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Fettuccine bis fest, al dente, garen. Die Nudeln rasch abgießen, dabei ein wenig Fusilli mit Thunfisch. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 15 Minuten. Für 6 Personen 400 Gramm Fusilli oder andere spiralförmige Nudeln, 1 EL Olivenöl, 10 Frühlingszwiebeln, gehackt, 500 Gramm kleine Campi, genonst, geviertelt, 2 Knoblauchzehen, zerdrückt, Thunfisch aus der Dose, ca. 425 Gramm, in Wasser, abgegossen und zerteilt, 2 TL feingeriebene Zitronenskale, 2 IL Zitronensaft, 13 Becher Petersilie, gehackt, 3 Becher Schnittlauch, gehackt. Erstens. Einen großen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Fusilli al dente kochen. Leichte Küche für Genierer. Zweitens. Während die Nudeln kochen, das Öl in einem mittelgroßen Topf erhitzen und die Frühlingszwiebeln und Champignons bei mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten anbraten, bis die Zwiebeln und Pilze weich sind. Drittens. Den Knoblauch zugeben und noch eine Minute mitbraten. Viertens. Die Nudeln abgießen, wieder in den Topf geben und die Zwiebel-Champignon-Mischung, Thunfisch, Zitronenschale und Saft, Petersilie und Schnittlauch dazugeben und kräftig durchmischen, bis alle Zutaten gut verteilt und erwärmt sind.
Sofort servieren. Vorbereitungszeit. 10 Minuten. 20 Minuten. Quellzeit. Zubereitungszeit. 15 Minuten. Für 4 Personen. 4 oder 5 getrocknete. Sriracha-Pilze. 250 Milliliter Wasser. 1 Liter Hühnerbrühe. 1 Becher Brokkoli-Stücke. 2 Becher grünes China. Gemüse, kleingeschnitten 250 Gramm feine Reisnudeln. In warmem Wasser. Eingeweicht, 5 Minuten. 1 Becher junger Frühlingszwiebeln, in Ringe geschnitten. 2 Becher Sojabohnensprossen, 200 Gramm Tofu, in 1 cm dicke Würfel geschnitten. 1 EL Sojasauke. 1 TL Sesamöl. Erstens. Pilze 20 Minuten einweichen und in Scheiben schneiden. Zweitens. Hühnerbrühe auf Kokain, Pilze und Brokkoli zugeben. Drittens. Gemüse und Nudeln zufügen und 3-4 Mittwoch nappen. Zwiebeln, Soja, Tofu weitere 2 Minuten mit köcheln lassen. Viertens. Sojasauke und Sesamöl darüber träufeln und sofort servieren. Gegrillte Polenta mit gerösteten Paprikaschoten. Vorbereitungszeit 25 Minuten. Zubereitungszeit 35 Minuten. Für 4 Personen. Die rote Paprikaschote. Eine grüne Paprikaschote, ein gelbe Paprikaschote, 1-1 Hühnerbrühe. Ein Prise Salz. Ein Becher Polenta, Maismehl. 1 EL Balsamessig. 4 Flaschen Tomaten. Erstens. Paprikaschoten halbieren und mit den Schnittflächen nach unten auf ein Blech legen. Unter den heißen Grill legen, bis die Haut Blasen wirft. Herausnehmen und 2 bis 3 Minuten mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken. Zweitens. Während die Paprikaschoten rösten, Brühe mit Salz in eine große gusseiserne Pfanne geben. Aufkochen und Polenta langsam einstreuen, dabei umrühren mit einem Holzlöffel. Unterrühren bei mittlerer Hitze 20 Minuten kochen. Eine quadratische Kuchenform von 20 cm Kantenlänge mit kaltem Wasser ausspülen und die heiße Polenta einfüllen. Circa 15 Minuten stehen lassen, bis sich die Polenta setzt. Drittens. Währenddessen die Paprikaschoten häuten. Das Fleisch in Streifen schneiden und mit Balsamessig begießen. Viertens. Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Die Polenta aus der Form nehmen, in Scheiben schneiden und unter dem Grill bräunen. Mit den Paprikastreifen und den Tomaten anrichten, mit grob gemahlenem schwarzen Pfeffer bestreuen und servieren. Zehn Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Für 4 Personen. Kleiner als. Etz Unterstrich. 2 TL Olivenöl. 1 Zwiebel, fein gehackt 2 bis 3 Knoblauchzehen, zerdrückt. L 2 Becher Petersilie, gehackt. 2 TL getrocknete Oreganoblätter oder 1 EL frische Oregano. Gehackt. Eine große Dose, 800 Gramm, Tomaten. 2 EL Tomatenmark, 125 ml guter Rotwein, 500 Gramm Spaghetti. 2 EL Kapern. 12 schwarze Oliven. L 2 Becher Petersilie. Gehackt, zusätzlich. 2 EL frisches Basilikum. Gehackt. Erstens. Öl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch,
Petersilie und Oregano 1 bis 2 Minuten bei niedriger Temperatur anbraten. Zweitens. Tomaten mit der Flüssigkeit, Tomatenmark und Wein zugeben und aufkochen. Abdecken und 5 Minuten köcheln lassen. Carisotto. Vorbereitungszeit. 10 Minuten. Zubereitungszeit. 35 Minuten. Für 4 Personen. 2 TL Olivenöl. 2 bis 3 Knoblauchzehen, fein gehackt. 1 Zwiebel, fein gehackt. 500 Gramm Zucchini, in Scheiben geschnitten. 1 rote Paprikaschote, entkernt und klein geschnitten. 2 bis 3 frische Rosmarin. Zweige oder 1 TL. Getrockneter Rosmarin 350 Gramm Arborio-Reis 125 ml Weißwein. 1131 heißer Hühnerbrühe. 2 EL feingeriebener Parmesan. 2 EL frischer Oregano, gehackt. 2 EL frische Petersilie, gehackt. Erstens. Öl, Knoblauch und Zwiebel bei geringer Hitze 2 bis 3 Minuten zugedeckt andünsten. Zweitens. Zucchini, Paprika, Rosmarin und Reis hineingeben und 2 bis 3 Minuten umrühren. Drittens. Wein und 125 ml Brühe zugeben und aufkochen. So lange köcheln lassen, bis die Flüssigkeit aufgenommen worden ist. Rest der Brühe nach und nach zugeben, bis der Reis gar ist, ca. 20 bis 25 Minuten. Viertens. Parmesan und Kräuter mit einer Gabel unterrühren. Mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle bestreuen und sofort servieren. Nach Wunsch mit Oregano garnieren. Gemüse. Vorbereitungszeit. 20 Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Für 4 Personen. Ein Becher Couscous. 500 ml kochendes Wasser. 2 TL Olivenöl. Eine mittelgroße Zwiebel, in 8 Liter zerteilt. 1 TL frischer Ingwer, gehackt. 1 Prise Safran. Eine Zimtstange. 375 ml Hühnerbrühe. Eine große Karotte, in Stücke geschnitten. 250 Gramm tiefgekühlte Erbsen. 250 Gramm Kürbis, geschält U. In Stücke geschnitten 400 Gramm Kichererbsen aus. Der Dose oder ein Becher. Gekochte Kichererbsen. Abgetropft. 2 bis 3 mittelgroße Zucchini. In Stücke geschnitten. 3 EL frische Petersilie, gehackt. Erstens. Couscous mit kochendem Wasser übergießen und dicht verschlossen ca. 10 bis 15 Minuten quellen lassen. Dabei den Topf nicht öffnen. Zweitens. Öl erhitzen und Zwiebel, Ingwer und Safran bei geringer Hitze 2 bis 3 Minuten anbraten. Zimtstange, Hühnerbrühe und Karotte zu geben. Aufkochen, Deckel abnehmen und 5 Minuten offen köcheln lassen. Drittens. Erbsen, Kürbis, Kichererbsen und Zucchini zufügen und weiter kochen lassen, bis der Kürbis gar ist. Die Petersilie unterrühren, Zimtstange entfernen. Viertens. Das Couscous auflockern und in eine Servierschüssel geben. Das Gemüse und die verbleibende Kochflüssigkeit darüber gießen und sofort servieren. Fettproportion 4. Gerüstetes Gemüse. Vorbereitungszeit 15 Minuten. Zubereitungszeit 25 Minuten. Für 4 Personen.
2 rote Paprikaschoten, 4 kleine Zwiebeln, 4 mittelgroße Tomaten, 4 Zweige frischer Rosmarin, 2 kleine Fenchelknollen, 2 Knoblauchknollen, 2 TL Olivenöl, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Erstens. Backofen auf. 200 Grad Celsius vorheizen. Paprikaschoten längs halbieren, Kerne und Häutchen entfernen. Zwiebeln schälen. Tomaten halbieren, ohne dabei den Stielansatz zu durchtrennen. In jeder einen Zweig Rosmarin stecken und wieder zu klappen. Zweitens. Fenchelknollen längs halbieren. Knoblauchknollen quer halbieren. Fenchel und Knoblauch mit Öl einpinseln. Drittens. Gemüse in einer Röstpfanne 25 Minuten im Backofen rösten. Herausnehmen und den gerösteten Knoblauch über dem Fenchel ausdrücken. Mit gemahlenem schwarzen Pfeffer bestreuen und sofort servieren. Passt zu gegrilltem Fisch, Geflügel und magerem Fleisch. Vorbereitungszeit 10 Minuten. Zubereitungszeit 15 Minuten. Für 4 Personen ist 2 TL Sesamöl, eine mittelgroße Zwiebel, in Achtel geteilt, eine Knoblauchzehe, zerdrückt 1 TL Kieskote, gehackt 1 TL frischer Ingwer, gehackt 1 TL Honig, 8 Becher Gemüse, klein geschnitten, Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini, grüne Bohnen, Zuckererbsen, Champignons, Paprikaschote. 125 ml Hühnerbrühe, 1 EL Sojasauce, 1 EL Zitronensaft. Erstens. Öl erhitzen, Zwiebel anbraten. Zweitens. Knoblauch, Chili, Ingwer und Honig zugeben. Drittens. Gemüse zugeben und anbraten, bis die Gemüsestücke gar sind. Viertens. Brühe mit Sojasauce und Zitronensaft mischen, über das Gemüse gießen. Temperatur erhöhen und umrühren. Fettproportion 3. Kräutern. Vorbereitungszeit 15 Minuten. Kühlzeit Zubereitungszeit 10 Minuten. Für 4 Personen 375 Gramm Spiralnudeln, 1 EL Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, 6 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten, 4 Sardellenfilets, grob gehackt, 1 große Karotte, in feine Streifen geschnitten, 8 schwarze Oliven, fein geschnitten, 1 bis 2 EL Zitronensaft, 1 Becher frisches Basilikum, gehackt, 14 Becher frischer Koriander, gehackt, 2 EL frische Minze, gehackt. Hübsche für Genira. CH entbringen, Nudeln al dente kochen. Zweitens. Während die Nudeln kochen, das Öl in einer mittelgroßen Pfanne erhitzen und Knoblauch und Frühlingszwiebeln darin. 1 Minute andünsten. Topf vom Herd nehmen, Sardellen, Karotte, Oliven, Zitronensaft und Kräuter zugeben und gut mischen. Drittens. Die Mischung auf die heißen, abgetropften Nudeln geben, gut durchmischen und kalt stellen. Fettproportion 6 Gramm. Salat. Vorbereitungszeit 15 Minuten 20 Minuten Ruhezeit plus 30 Minuten Kühlzeit Zubereitungszeit 15 Minuten Für 4 Personen 1 mittelgroße Aubergine circa 500 Gramm in circa 12 cm breiten Scheibensalz
1 EL Olivenöl. Eine große rote Zwiebel, in Scheiben geschnitten, eine Knoblauchzehe. Zerdrückt. 1 TL getrocknete Oreganoblätter. Eine rote Paprikaschote, entkernt, in Streifen geschnitten. Eine grüne Paprikaschote, entkernt, in Streifen 3 bis 4 mittelgroße Tomaten. 1 EL Kapern. 2 EL Balsamessig gemahlener schwarzer Pfeffer. 1. Auberginen Scheiben mit Salz bestreuen und ungefähr 20 Minuten beiseite stellen. 2. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Zwiebelscheiben, Knoblauch, Oregano und Paprikastreifen hineingeben, zudecken und bei geringer Temperatur andünsten, aber dabei nicht bräunen. 3. Tomaten in eine hitzebeständige Schüssel legen, mit kochendem Wasser übergießen und 2 Minuten stehen lassen. Wasser abgießen und Tomaten in kaltes Wasser tauchen. Haut von oben nach unten abziehen und anschließend die Tomaten in Scheiben schneiden und in eine große Schüssel geben. Die Zwiebel-Paprika-Mischung und Kapern zugeben. 4. Auberginen gründlich abspülen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Unter den heißen Grill legen, bis sie zu bräunen beginnen. In Stücke schneiden und in die Salatschüssel geben. Essig über das Gemüse träufeln, mit Pfeffer bestreuen und gut durchmischen. 30 Minuten kühlen. Mit gehackter Petersilie bestreuen und mit knusprigem Brot servieren. Fettproportion. Bubble and Squeak. Vorbereitungszeit. 20 Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Für 2 Personen. 30 Gramm Butter. Ein Becher Corned Beef aus der Dose. 1/2 Becher Kartoffeln, gekocht, gewürfelt. 2 Becher Möhren, gekocht, gewürfelt. 1/2 Becher Pastinaken. Gekocht, gewürfelt. 1/2 Becher Weißkraut, gehobelt, gedünstet. 2 Eier. Petersilie. Eine Butter in einer schweren Pfanne erhitzen. Fleisch, Kartoffeln, Möhren, Pastinaken und Weißkraut zugeben. 1 Minute auf heißer Herdstelle rühren. 2 Fleisch, Gemüsemischung in der Pfanne gleichmäßig flach pressen. Bei mittlerer Flamme wie ein Omelett von beiden Seiten bräunen. 3 Eier pokieren oder als Spiegeleier braten und auf das Pfannengericht legen. Mit Petersilie garniert servieren. TIP. Für dieses Gericht lassen sich alle Reste von gegartem Gemüse und Fleisch verwerten. Wiesenbrot. Vorbereitungszeit. 40 Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Für 12 Personen. DRDR. Teig. 2 Becher Mehl. 2 1/2 TL Backpulver, einer Prise Salz. 30 Gramm Butter oder Margarine, in Stückchen 125 ml Milch. 125 ml Wasser. Füllung. 1 Becher würziger Käse, geraspelt. 1 Tomate, gehäutet, gewürfelt. 2 Essiggurken, gehackt. VZ kleine Zwiebel, gehackt. 1/4 Becher Paprika, gehackt. 6 bis 8 gefüllte Oliven, gehackt. Gewürze nach Geschmack zum Bestreuen. 1/2 Becher würziger Käse, geraspelt. Ein Ofen auf 210 Grad Celsius vorheizen. Mehl, Backpulver und Salz in einer großen Schüssel mischen. Butter mit den Fingerspitzen locker untermengen. In der Mitte eine Mulde eindrücken. 2 Milch und Wasser mischen und, bis auf einen Teelöffel zum Glasieren, in die Mulde gießen. Von der Mitte aus rasch einen weichen Teig kneten. 3 Teig auf einer bemehlten Fläche mit den Händen vorsichtig zu einem etwa 1,5 cm dicken Rechteck ausrollen. 4 Käse, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Paprika, Oliven und nach Belieben Gewürze vermengen.
5 Füllung auf den Teig verteilen. Teigplatte nach Art einer Biskuitrolle aufwickeln und mit der Naht nach unten auf ein gefettetes Backblech legen. 6 Rolle zum Hufeisen formen, in Abständen von 2 cm einkerben und mit Käse bestreuen. 15 bis 20 Minuten backen. Vorbereitungszeit, 1 Stunde. Zubereitungszeit, 30 bis 40 Minimum. Für 6 Personen. Der einem Amberginger. Salz. 3 EL Olivenöl. 500 Gramm Zucchini, in Scheiben. 2 Zwiebeln, in Ringen. 1 rote Paprikaschote, in Streifen. 500 Gramm Tomaten, gewürfelt. Knoblauchzehe, zerdrückt. 2 EL gehackte Petersilie, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. 1 Amberginger in Scheiben schneiden und in ein Sieb geben. Mit Salz bestreuen. 1 Stunde stehen lassen, ab. Spülen und trocken topfen. 2 Öl in einem schweren Bräter erhitzen. Amberginger, Zucchini, Zwiebeln und Paprika zugeben und einige Minuten dünsten. Tomaten, Knoblauch, Petersilie und Geschmack Pfeffer zufügen. 3 zugedeckt kurze Zeit garen. Das Gemüse soll bis fest bleiben, daher nicht zu lange kochen lassen. 4 Ratatouille mit grünem Salat, Reis und Schrägstrich oder knusprigem Brot servieren. Klein. Vorbereitungszeit. 30 Minuten. Zubereitungszeit. 10 Minuten. Für 6 Küchlein. 4 mittelgroße Pastinaken, gekocht, zerstampft. 4 EL Mehl. 1 Messerspitze Backpulver, 1 Ei, verquirlt. Pfeffer. 1 Prise Muskat. Butter zum Braten. 1 Pastinaken mit Mehl, Backpulver, Ei, Pfeffer und Muskat vermengen. 2 Küchlein formen und von beiden Seiten knusprig braten. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. 3 als Beilage, Z. B. Zu. Roastbeef mit Pflaumenglasur, reichen. Hinweis, Pastinaken nicht mit Butter oder Milch zerstampfen, da die Küchlein eine trockene Grundlage benötigen. Gemüsesuppe mit Pesto. Vorbereitungszeit. 15 Minuten. Quellzeit über Nacht. Zubereitungszeit. 60 Minuten. Für 6 Personen. 1 Becher getrocknete weiße Bohnen. 2 TL Olivenöl. 2 mittelgroße Zwiebeln, fein geschnitten. 1 Knoblauchzehe, zerdrückt. 1 TL getrocknete Thymianblätter. 2-1 Hühnerbrühe. 2 mittelgroße Kartoffeln, geschält und gewürfelt. 1 große Porrenstange, geputzt und geschnitten. 1 mittelgroße Karotte, in Scheiben geschnitten. 2 Becher Kürbis, geschält und gewürfelt. 2 Becher Zucchini, in Scheiben geschnitten. 2 Becher grüne Bohnen, in Stücke geschnitten. Pfeffer zum Abschmecken. Pesto. 1 großes Bund frisches Basilikum. 2 Knoblauchzehen, geschält. 2 EL Zitronensaft. 1 EL Olivenöl. Kalt gepresst. 2 EL Pinienkerne. 2 EL feingeriebener Parmis an Käse. 1. Bohnen mit Wasser bedecken und über Nacht quellen lassen. 2. Bohnen abgießen und in 11/21 kaltem Wasser aufkochen lassen, abdecken und 40 Minuten bei geringer Hitze bis fest garen. Danach abgießen. 3. Öl, Zwiebeln, Knoblauch und Thymian zugeben, abdecken und bei niedriger Temperatur 5 Minuten dünsten, dabei die Zwiebeln nicht anbräunen lassen. Brühe, weiße Bohnen, Kartoffeln,
Brühe, Karotte und Kürbis zugeben, zum Kochen bringen, abdecken und 7 bis 8 Minuten köcheln lassen. Viertens. Zucchini, grüne Bohnen und Pfeffer zufügen und noch 3 bis 4 Minuten weiter köcheln lassen. Suppe in sehr verschiedenen Füllen, jedes mit einem Löffel Pesto garnieren. Zubereitung des Pesto, Basilikum Bléter mit Knoblauch, Zitronensaft und Öl in die Küchenmaschine geben und fein hacken. Pinienkerne und Parmesan zugeben und alles zu einer glatten Paste verarbeiten. Fettproportion 10 Gramm. Porree-Suppe mit Spinat. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 35 Minuten. Für 4 Personen 2 TL Olivenöl, eine mittelgroße Zwiebel, geschält und gehackt, eine Knoblauchzehe, zerdrückt, 1 TL getrockneter Thymian, 2 große Porree-Stangen, 400 Gramm Kartoffeln, geschält und grob gewürfelt, 1 Hühnerbrühe, 200 Gramm frischer Spinat, gewaschen und gehackt, 2 Becher Magermilchpool. Erstens. Öl erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Thymian zugeben, abgedeckt bei kleiner Hitze 3 bis 4 Minuten dünsten, ab und zu umrühren. Zweitens. Porree-Stangen in feine Ringe schneiden, die äußeren, harten Blätter nicht verwenden. Porree und Kartoffeln zu den Zwiebeln geben, zudecken und 3 bis 4 Mittwochnatten andünsten, dabei 1 bis 2 Mal umrühren. Drittens. Brühe zufügen, aufkochen und ca. 20 Mittwochnatten köcheln lassen. Viertens. Den Spinat zugeben und weitere 3 bis 4 Minuten kochen. Fünftens. Die Suppe pürieren. Dabei das Milchpulver zugeben. Fettproportion. Suppe mit Nudeln. Vorbereitungszeit 10 Minuten. Zubereitungszeit 25 Minuten. Für 4 Personen 6 Stängel Korianderkraut mit Blättern und Wurzeln, 1121 Hühnerbrühe, 6 Limonenblätter, getrocknet, 1 TL frischer Ingwer, gehackt, 2 kleine Hähnchenbrustfilets, 250 Gramm, ohne Haut, in feine Streifen geschnitten, 175 Gramm feine chinesische Eiernudeln, 1 TL frische Kieliskote, gehackt, 10 Frühlingszwiebeln, in ca. 2/2 cm lange Stücke geschnitten, 200 Gramm Sojabohnensprossen, 1 EL Fischfond, Korianderwurzeln abschneiden, Blätter abzupfen, Tasse davon aufheben, Brühe, Korianderwurzeln, Limonenblätter und Ingenieurwehr in einen großen Topf geben, aufkochen lassen, abdecken und 10 Minuten auf kleiner Flamme kochen lassen. Brühe durchsieden und wieder in den Topf gießen. Zweitens. Hähnchenfleisch in die Brühe geben und zum Kochen bringen. Dann 3 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Drittens. Nudeln in 3 cm lange Stücke brechen. Zusammen mit Chili und Frühlingszwiebeln in den Topf geben. 3 Mittwochnatten köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind. Sojabohnen und Fischsoße zugeben. Vorsichtig umrühren. Nur so lange ziehen lassen, bis die Sprossen noch knackig sind. Viertens. Die Korianderblätter auf die Suppenteller verteilen, Suppe darauf geben und servieren. Fettproportion 3. Kürbissuppe mit Orange. Vorbereitungszeit 30 Minuten. Zubereitungszeit 20 Minuten. Für 4 Personen 1 Zwiebel, gehackt, 1 Knoblauchzehe, 1-2 Rosmarin, 750 Gramm Kürbis, geschält, entkernt und in Stücke geschnitten,
500 Gramm Süßkartoffeln, geschält und in Stücke geschnitten. 750 Milliliter Hennabrühe, 250 Milliliter Orangensaft. Erstens. Alle Zutaten in einem großen Topf miteinander vermengen. Zum Kochen bringen, abdecken und aufklei. Mehr Flamme ca. 15 bis 20 Minuten kochen lassen, bis das Gemüse weich ist. Rosmarinzweig entfernen. Zweitens. Die Suppe pürieren. Punkt. Vor dem Servieren die Suppe wieder in den Topf geben und aufwärmen. In Suppenschalen füllen und mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen. Fettproportion 1 Gramm. Hinweis: Zu dieser Suppe passt gut getoastetes Fladenbrot. Topf mit Mais und Speck. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 25 Minuten. Für 4 Personen. 250 Gramm Frühstücksspeck in breiten Streifen. 2 Zwiebeln in Ringen. 1 Knoblauchzehe, zerdrückt. 400 Gramm Tomaten aus der Dose. 4 kleine Kartoffeln in Scheiben. Pfeffer. 4 frische oder tiefgekühlte Maiskolben. Ein Speck in einer Kasserolle bräunen. Herausnehmen, Zwiebeln und Knoblauch einige Minuten dünsten. Tomaten, Kartoffeln und Speck einrühren. Zugedeckt 10 bis 15 Minuten dämpfen. 2 Maiskolben zerteilen, auf den Eintopf legen, leicht andrücken. Falls nötig, Suppe mit Meeresfrüchten. Vorbereitungszeit 15 Minuten. Zubereitungszeit 45 Minuten. Für 4 Personen. 500 bis 750 Gehfischgräten oder ein Fischkopf. 1:1 kaltes Wasser. Eine mittelgroße Karotte. Grob zerkleinert. 3 Lorbeerblätter. Einige Zweige Petersilie. 1 TL Kräutermischung, getrocknet. 2 Zitrone. 2 TL Olivenöl. Eine große Zwiebel, fein geschnitten. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. Eine Porridge-Stange, geputzt und in Ringe geschnitten. 500 Gramm Kartoffeln, geschält und gewürfelt. 350 Gramm Fischfilets, entkräftet und in Würfel geschnitten. 500 Gramm Miesmuscheln mit Schale, geputzt, ohne Bärte. 500 Gramm frische Hummerkrabben, ausgelöst, ohne Darmfäden. 2 IL Zitronensaft. 12 Becher Koriander oder Petersilie, frisch gehackt. Erstens. Fischgräten oder Kopf, Wasser, Karotte, Lorbeerblätter, Petersilie, Kräutermischung und Zitrone in einen großen Topf geben. Aufkochen. Abdecken und 20 Minuten bei geringer Temperatur kochen. Fischbrühe durchziehen und beiseite stellen. Zweitens. Topf auswaschen. Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin 3 bis 4 Minuten dünsten. Püree und Kartoffeln zugeben und locker mischen. Fischbrühe angießen, aufkochen und ca. 12 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Drittens. Fischfilets zugeben und wieder zum Kochen bringen. Muscheln zufügen und einige Minuten mitkochen lassen, bis sie sich öffnen und der Fisch gar ist. Ungeöffnete Muscheln entfernen. Viertens. Krabben zugeben und kochen lassen, bis sie zart rosa werden. Mit Zitronensaft und Koriander würzen und sofort servieren. Fettproportion 5 Gramm. Vorbereitungszeit 15 Minuten. Zubereitungszeit 15 Minuten. Für 4 Personen. Is 1:1 Hühnerbrühe. 500 Gramm tiefgekühlte Erbsen, 6 Frühlingszwiebeln. Kleingeschnitten. 3 oder 4 große äußere. Kopfsalatblätter, 1 TL Zucker.
ein großer oder zwei kleine Zweige frischer Rosmarin. I2 Becher Minzezweige Saft einer Zitrone. 125 ml fettarmer Joghurt schwarzer Pfeffer. Erstens. Brühe erhitzen. Erbsen, Frühlingszwiebeln, Salat, Zucker, Rosmarin und Minze zugeben. Aufkochen, abdecken und 5 Minuten bei geringer Temperatur kochen lassen, so dass die frische grüne Farbe erhalten bleibt. Rosmarin und Minze entfernen. Zweitens. Die Suppe mit dem Mixer glatt rühren. Drittens. Die fertige Suppe auf Teller verteilen. In jede Portion einen Löffel Joghurt spiralförmig einrühren und mit gemahlenem schwarzen Pfeffer bestreuen. Sofort servieren. Fett pro Portion, 1 Gramm. Vorbereitungszeit. 15 Minuten. Zubereitungszeit. 15 Minuten. Für 4 Personen. Reis. 2 TL Olivenöl. Eine mittelgroße Zwiebel, gehackt. 4 mittelgroße frische rote Beete, geschält und gerieben. Ein Apfel, Kandismis, ohne Kerngehäuse und klein geschnitten. Ein Becher Rotkohl, gehobelt. 1 Hühnerbrühe. 2 IL Tomatenmark. 125 ml Weißwein. 200 Gramm fettarmer Joghurt, Schnittlauch oder Petersilie, fein gehackt. Erstens. Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel darin bei geringer Temperatur unter Gelegentlichem umrühren 4 bis 5 Minuten andünsten. Zweitens. Rote Beete, Apfel. Rotkohl, Brühe und Tomatenmark zugeben, zum Kochen bringen. 10 Minuten bei niedriger Temperatur kochen. Wein angießen. Soll die Suppe heiß verzehrt werden, sofort servieren. Soll sie kalt gegessen werden, mindestens 2 Stunden kalt stellen. Die Suppe in Servierschalen füllen und mit einem Schlag Joghurt verzieren. Eventuell mit Schnittlauch oder Petersilie garnieren. Fettproportion 3 Gramm. Obst. Vorbereitungszeit. 5 Minuten. 30 Minuten. Quellzeit Zubereitungszeit. 15 Minuten. Für 4 bis 6 Personen etc. 750 ml Apfelsaft. Ein Becher getrocknete Pfirsiche, in Viertel geschnitten. Ein Becher getrocknete Äpfel, 1 Becher Backpflaumen. Eine Stange Zimt. Ein Vanilleschote. Becher Rundkornreis 250 ml Orangensaft. 250 ml Pfirsichsaft. 200 Gramm fettarmer Joghurt. 1 TL Zimt, gemahlen. 2 TL Zucker. 2 Orangen, geschält und quer zerteilt. Frische Minzezweige zum Garnieren. Erstens. Apfelsaft, getrocknete Pfirsiche, Apfel und Backpflaumen, Zimtstange, Vanilleschote und Reis in einen großen Topf geben. Beiseite stellen und 30 Minuten einweichen lassen. Zweitens. Die Mischung aufkochen und 15 Minuten bei geringer Temperatur kochen. Abkühlen lassen, Zimtstange und Vanilleschote herausnehmen. Schwarze Körnchen in der Suppe von der Vanilleschote sind normal. Drittens. Orangen- und Pfirsichsaft zufügen und gut durchrühren. Joghurt nur spiralförmig mit einem Streifeneffekt einrühren, ohne ihn völlig unterzumischen. Viertens. Gemahlenen Zimt und Zucker in einer Tasse mischen. Suppe gekühlt in Schälchen servieren. Mit Orangenscheiben garnieren und mit Zimt und Zucker bestreuen. Mit Minze dekorieren. Fettproportion 0. Büros Pizza Backofen auf 220 Grad, Umluft, 200 Grad, vorheizen. Pizzateig auf einem Backblech ausrollen. Zwiebeln abziehen, in Ringe schneiden.
Peperoni abtropfen lassen, jeweils Stiel entfernen, Peperoni klein schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Gyrosfleisch darin 5 Minuten unbekanntes Zeichen Themen braten. Zwiebeln und Peperoni Zucker unbekanntes Zeichen Ben und mitbraten. 2 Feta würfeln. Sauerrahm mit Salz und Pfeffer würzen, auf dem Teig verteilen. Fleischmix darauf geben. Feta überstreuen. Pizza im Ofen ca. 20 Minuten unbekanntes Zeichen Themen backen, mit getrocknetem Oregano bestreuen. 2 Feta würfeln. Sauerrahm mit Salz und Pfeffer würzen, auf dem Teig verteilen. Fleischmix darauf geben. Feta überstreuen. Pizza im Ofen ca. 20 Minuten unbekanntes Zeichen Themen backen, mit getrocknetem Oregano bestreuen. Joghurt-Hähnchen in feiner Marinade bleibt das Fleisch schön zart. Leichtes mit Geflügel, Rezeptideen mit Butter, Huhn und Kompagnon. Alle für Diabetiker geeignet. Abrufbar vom 30.09 bis 27.10.2009 unter 0900-3-01-60-00-011-1 Minute gleich 62 Cent einem Knoblauch abziehen, feinhacken. E-Zitrone auspressen. Alles mit Joghurt verrühren und mit Salz und Pfeffer unbekanntes Zeichen fährkräftig würzen. 2 Hähnchenbrustfilets abbrausen, trocken tupfen, mit der Joghurtmischung bestreichen. Nach Belieben einer Stunde zugedeckt kalt stellen. 3 Backofen auf 180 Grad, Umluft, 160 Grad, vorheizen. 2 EL Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Hähnchenbrust darin von beiden Seiten unbekanntes Zeichen Tee anbraten. Thymian zufügen und im Ofen 20 bis 25 Minuten weiter braten. Nach 10 Minuten Mandelblättchen darüber streuen. Inzwischen Gurke waschen, in dünne Scheiben hobeln. Zwiebel abziehen in Ringe schneiden, beides in eine Schüssel geben. Essig, übriges Öl, 1 bis 2 EL, verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Eine Knoblauchzehe 1/2 Zitrone 150 Gramm Vollmilch Joghurtsalz, Pfeffer 4 Hähnchenbrustfilets, 140 Gramm, 3 bis 4 EL Olivenöl, 1/2 Bund Thymian 50 Gramm Mandelblättchen einer Salatgurke, einer Zwiebel 3 bis 4 EL Essig. Pfanne 2 Info unten. 3 EL Öl, Saft und Schale von einem Zitrone, unbehandelt, Salz, Pfeffer, eine Möhre, eine gelbe Paprikaschote, eine Stange Lauch, 250 Gramm Brokkoli, 100 Gramm Sojasprossen, Karikpulver, Sojasauge, 200 Milliliter Kokosmilch, ungesüßt, Dose, Petersilie zum Überstreuen, Gemüse putzen, waschen, Möhre schälen, Paprika entkernen, Möhre, Paprika und Lauch in dünne, 5 cm lange Streifen schneiden. Brokkoli in Röschen teilen und in kochendem Salzwasser 2 Minuten vorgaren. Sojasprossen abbrausen, abtropfen lassen. 3 restliches Öl, 1 EL, in einer Pfanne erhitzen. Gemüse darin kurz anbraten, mit Karipulver bestäuben und mit Sojasauge würzen. Kokosmilch angießen. Alles zugedeckt bei kleiner Hitze 5 Minuten dünsten, Sprossen zufügen. 4 inzwischen Fischfilets mit Marinade in einer heißen Pfanne zugedeckt bei mittlerer Hitze 5 Minuten dünsten. Salzen, pfeffern und mit Gemüse anrichten. Nach Belieben mit Petersilie bestreuen. Eisglas Schattenmorellen, Abtropfgewicht. 350 Gramm, 1 Zitrone, 250 Gramm Sahne, Joghurt, 1 PCK. Vanillenzucker, 3 EL Zucker, einige Minzerblättchen. Schattenmorellen in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Zitrone auspressen. Schattenmorellen mit Zitronensaft fein pürieren, mit Sahne Joghurt mischen. Mit Vanillenzucker und Zucker süßen. Maße in einer Schale ins Gefrierstern, Fach stellen. Bis die Kirschmasse gefroren ist, dauert ca. 3 Stunden, dabei alle 30 Minuten kräftig umrühren unbekanntes Zeichen ringen. Alternativ,
Maße in einer eisunbekanntes Zeichenmaschine geben. Eiskugeln formen und in vier Schalen mit Minzeblättchen und eventuell Eiswaffeln anrichten. Stange Lauch 250 Gramm Champignons, Dose Schrägstrich Glas, 400 Gramm geschnetzeltes Fleisch, von Putte, Schwein oder Kalb, 200 Gramm Schlagsahne, außerdem ein Suppenpulver mit Mehl und Backpulver mischen. Ei, flüssige Butter und 200 Milliliter kaltes Wasser zufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Lauchlängs halbi unbekanntes Zeichen rein, waschen, klein würfeln, unter den Teig mischen. 10. Etwas Schmalz in einer Pfanne erhitzen, Teig darin portionsweise zu kleinen Blinis ausbacken. Im Backofen Zucker unbekanntes Zeichen deckt warm halten. Champig unbekanntes Zeichen nuns abtropfen lassen und eventuell halbieren. Zwiebel andünsten, Fleisch da unbekanntes Zeichen zugeben, 3 Minuten braten. Sahne, Pilze zugeben, 5 Minuten unbekanntes Zeichen ten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken, mit P unbekanntes Zeichen Tersili bestreuen und Schmelimesteak in Käsesoße ein Sonntagsessen, das kaum Arbeit macht. Für 4 Portionen 200 Gramm milder Gorgonzola, ersatzweise Camembert ohne Rinde, einer Knoblauchzehe 100 ml Milch, 50 Gramm Schlagsahne 100 ml Gemüsebrühe, Instant, Salz, pfeffergeriebene Muskatnuss. 4 Schweinerückensteak, E 160 Gramm, 1 EL, Öl 1-2 Bund Petersilie 1 eventuell entrinden, würfeln. I Knoblauch abziehen, feinhacken. Mit Milch, Sahne und Brühe aufkochen. Käse darin auflösen, bei kleiner Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Inzwischen Fleisch abbrausen, Trocken tupfen, salzen und pfeffern. Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin auf jeder Seite einer Minute anbraten, dann bei kleiner Hitze in etwa 8 Minuten umwenden fertig braten oder im Ofen ziehen lassen, siehe Tipp unten. 3 Petersilienblättchen von den stillen unbekanntes Zeichen gelben zupfen und hacken. Mit dem Bratensaft vom Fleisch unter die Käse unbekanntes Zeichen Soße rühren. Fleisch mit der Soße servieren, eventuell Petersilie überstreuen. Mehlete 800 Gramm gekochte Pellkartoffeln, festkochend. Vom Vortag, 2 Zwiebeln 100 Gramm Frühstücksspeck in Scheiben, einen Bund Lauch Zwiebeln, eine rote Paprikaschote 2 EL, Öl, Salz, Pfeffer nach Belieben Kümmelsamen 8 Eier. Größe M, nach Belieben einer Lauchzwiebel zum Garnieren Tee Kartoffeln pellen, in dünne Scheiben unbekanntes Zeichen Ben schneiden, siehe auch Tipp unten. Zwiebeln abziehen, fein würfeln unbekanntes Zeichen fällen. Speck quer in Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen, schräg in Ringe teilen. Paprika vierteln, putzen, entkernen, abbrausen, quer in Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Kartoffeln darin goldgelb anbraten, Speck und Zwiebeln zufügen und kurz mit rösten. Lauchzwiebeln und Paprika unterrühren und 5 Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und nach Belieben mit Kümmel würzen. Die Hälfte der Kartoffeln schon aus der Pfanne nehmen. Eier 4 quirlen, leicht salzen, pfeffern. Back unbekanntes Zeichen Ofen auf 60 Grad, Umluft, 40 Grad, vorheizen. 4 die Hälfte der Eiermaße zur in der Pfanne verbliebenen Kartoffelmischung gießen. Zugedeckt auf kleiner Hitze stocken lassen. Omelett auf einen flachen Topfdeckel gleiten lassen, umgedreht wieder in die Pfanne unbekanntes Zeichen Nähe geben. Weitere 2 Minuten braten. Im Ofen warm halten. Vorgang mit restlichem Kartoffel, Bindestrich, Mix und Eiern wiederholen. Omel unbekanntes Zeichen Letz in Stücke teilen. Auf Tellern an unbekanntes Zeichen richten, eventuell mit Lauchzwiebelringen servieren. Proportion, 430 Kilokalorien / 1810.
Stäbchenauflauf die Hits aus der Tiefkühltruhe mal anders serviert. Für 4 Portionen 300 Gramm Nudeln, zum Beispiel Penne, Salz 12 TK Fischstäbchen Fett zum Braten eine Zwiebel, 1 EL Öl 400 Gramm geschälte Tomaten, Fertigprodukt. Aus der Dose, Pfeffer 3 Tomaten 200 geriebener Gouda 1/2 Bundlauch Zwiebeln. 8 Meine Familie und ich 11/2009 1 Nudeln nach Packungsangabe in Isalzwasser garen. Inzwischen Fischstäbchen nach Packungsangabe in heißem Fett braten. 2 Zwiebel abziehen, würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel darin andünsten. Dosen Tomaten samt Saft dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und pürieren. Frische Tomaten waschen, putzen, in dünne Scheiben schneiden. Backofen auf 220 Grad, Umluft, 200 Grad, vorheizen. 3 Nudeln in einer Auflaufform, 20x30 cm, geben, Tomatenscheiben darauf verteilen, salzen und pfeffern. Tomatensoße darüber die unbekanntes Zeichen sehen. Fischstäbchen darauf legen, mit Käse bestreuen. Auflauf im Ofen etwa 10 Minuten backen. Inzwischen Lauchzwiebeln putzen, waschen, in Ringe schneiden und über den fertig unbekanntes Zeichen gehen Auflauf streuen. Preis mit Kokosmilch wird Omas Klassiker exotisch 800 Gramm Zwetsch gehen, ersatzweise aus dem Glas, 1 Zitrone, und B. 2 EL Butter, 200 Gramm Milchreis 600 ml Milch 400 ml Kokosmilch, ungesüßt. Dose, 5 EL Zucker 1 PCK. Vanillenzucker 50 Gramm Kokosspäne, siehe Tipp unten, und Minzblättchen zum Überstreuen. Einem Zwetsch gehen waschen, halbieren, entsteinen. 2 Drittel davon klein würfeln, den Rest in Spalten schneiden. Zitrone waschen, trocken unbekanntes Zeichen tupfen, mit dem Sparschäler ein Stück Schale abziehen. 2 Butter in einem großen Topf zerlassen. Milchreis und Zitronenschale darin eine Minute andünsten. 3 Milch und Kokosmilch angießen und alles etwa 20 Minuten bei kleiner Hitze ziehen lassen, damit der Reis quellen kann. Dann Zucker, Vanille unbekanntes Zeichen Lean Zucker und Zwetschgenwürfel ein unbekanntes Zeichen rühren, weitere 10 Minuten ziehen lassen. Zitronenschale entfernen. 4 zum Servieren Zwetschgenspalten auf dem Milchreis verteilen und Kokosspäne darüber streuen. Mit Minzblättern anrichten. Kicker Herbstsalat frische Beilage oder feiner Menü Auftakt ein Salat putzen. Waschen und in mundgerechte Stücke zupfen. Nüsse grob hacken. Sellerie waschen, putzen, schräg in 1/2 cm große Stücke schneiden. Mayonnaise und Joghurt mischen, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Honig abschmecken. 2 Birnen waschen, vierteln, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. Salat auf 4 Tellern verteilen, Birnen fächerförmig darauf anrichten. Mit Nüssen und Sellerie bestreuen. Dressing darüber träufeln und servieren. Ein Kopfblattsalat, zum Beispiel Kopfsalat, Elchblattsalat, 50 Gramm Walnusskerne einer Stange Stelden Sellerie 50 Gramm Mayonnaise 100 Gramm Sahne Joghurt Salz, Pfeffer, Zitronensaft. 1 IL Honig, 2 Birnen. Cremige Erbsensuppe mit kernigen Kräutons aus Vollkornbrot 1 Erbsen antauen lassen. Zwiebel abziehen, würfeln. 1 EL Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebelwürfel darin andünsten. Erbsen, Brühe und 200 Gramm Sahne zugeben. Aufkochen las unbekanntes Zeichen Sen und 10 Minuten bei mittlerer Hit unbekanntes Zeichen C köcheln lassen. 300 Gramm Erbsen, tiefgekühlt. Eine Zwiebel 2 EL Öl 300 ml Gemüsebrühe, Instant, 200 Gramm Sahne und Sahne zum Anrichten, Salz, Pfeffer 2 Scheiben Vollkornbrot.
Schafskäse mit Ratatouille, heiße Füllung in krosser Panade, das lieben alle. 400 Gramm Schafskäse, Feta, 2 Eier, 3 EL Mehl, 150 Gramm Semmelbrösel, einer Zwiebel, 1 Albergine, 1 Zucchini, je einem rote und gelbe Paprika, unbekanntes Zeichen. Schafskäse mit Küchenpapier, Trug, Tupfen, in 8 gleich großes Stü, unbekanntes Zeichen, Kki teilen. Eier verquirlen. Käse erst in Mehl, dann in Ei, zum Schluss in Sehm, unbekanntes Zeichen, Mehlbröseln wenden. Panade gut an, unbekanntes Zeichen drücken. Käsestücke kalt stellen. Zwiebel abziehen, würfeln. Gemüse waschen, putzen, in Würfel schneiden. 2 EL Öl in einem Topf erhitzt, unbekanntes Zeichen 10, Zwiebel darin andünsten. Gemüse, unbekanntes Zeichen, Sehe bis auf die Tomaten 5 Minuten mitdünsten. Tomaten und Kräuter zugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 10 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Kräuterzweige entfernen. Punkt. Restliches Öl, 3 EL, in einer Pfanne erhitzen, Käseplätzchen darin rundum knusprig anbraten. Mit G unbekanntes Zeichen Gemüse servieren. Nach Belieben mit Thymian und Zitrone, unbehandelt, anrichten. Im Auflauf Ballaststoffe machen lange satt. 1-2 Minuten kürzer als auf I der Packung angegeben, in Salz unbekanntes Zeichen Wasser garen. Inzwischen Wirsing putzen, viertellen, Strunk herausschneiden. Blätter in mundgerechte Stücke teilen. Möhren schälen, in feine Streifen schneiden. Petersilienblättchen ab, unbekanntes Zeichen zupfen, hacken. Zwiebel abziehen und würfeln. 3 Zwiebeln in 1 EL Butterglasig dünsten. Brühe, Milch und Sahne angießen, vom Herd ziehen, abkühlen lassen. Eier unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. 4 Backofen auf 180 Grad, Umluft, 160 Grad, vorheizen. Restliche Butter, 1 EL, in einem Topf erhitzen, Möhren darin andünsten. Nach etwa 2 Minuten Wirsing zugeben, salzen, pfeffern und zugedeckt 4 Minuten bei mittlerer Hitze vorgaren. 5 Gemüse, Nudeln, Petersilie und 100 Gramm Käse mischen, in eine gefettete Auflaufform, 15 x 25 cm, geben. Mit Soße begießen und mit übrigem Käse, 100 Gramm, bestreuen. Im Ofen 40 bis 45 Minuten backen. 300 Gramm Nudeln, zum Beispiel Penne, Salz ein Kopf Wirsing, ca. 800 Gramm, 3 Möhren, 1/2 Bund Petersilie, eine Zwiebel, 2 EL Butter und Butter für die Form, 200 ml Gemüsebrühe, Instant, 200 ml Milch, 100 Gramm Schlagsahne, 6 Eier, Größe M, Pfeffer, 200 Gramm geriebene Emmentaler.